welche Schritte und wie sie die umsetzen oder wie sie die angehen können. Legen wir doch gleich los mit den Umsetzungsschritten. In der Regel am Anfang muss man ein Business Case verstehen, was ist das Problem, welches wir lösen möchten, was kommt dabei raus, kann man das Problem mit Daten überhaupt lösen. Dann das Zweite sind die Daten verfügbar, mit denen man das Problem lösen kann, kann man auf die Daten zugreifen. Compliance-Themen, wie sind die Daten allenfalls kundensensitiv und so weiter. Also ich starte hier gleich mit den Umsetzungsschritten Richtung Predictive Maintenance. Das als Vorarbeit, die ersten zwei, und dann geht es eigentlich in die Umsetzungsschritte mit Datenerfassung, Datenanalyse, explorativer Analyse, Visualisierung, was man aus den Daten lesen kann, einem Modell entwickeln, testen, deployen, allenfalls ein UI dazu, um Inputs von einem User zurückgehalten, um das Modell weiter zu trainieren und Feedback zu geben, die Daten oder Resultate zu integrieren und Added Value hier, also wirklich zum den Vergleich machen, anhand eines KPIs wie einem OEE, also Verfügbarkeit der Maschinen. Vielleicht eignet sich die Verfügbarkeit, um zu sehen, die Verfügbarkeit der Maschine wurde um so und so viel erhöht. Das ganz kurz als Überblick. Und worauf ich heute fokussiere, sind diese zwei Teile, also Datenerfassung und Visualisierung, und werde auch ganz kurz über das Deployment sprechen. Und das Ganze anhand vom Beispiel von Ion Plus. Noch kurz zu mir. Mein Name ist Andreas Michel. Ich arbeite seit längerem bei M&F Engineering, leite den Bereich IoT. M&F Engineering ist prinzipiell ein Softwarepartner für die Industrie. Ich persönlich fokussiere sehr stark auf Industrial IoT, Use Cases, Bedürfnisse, Trends, vor allem für Maschinen- und Anlagenbauer. Davor war ich Softwareentwickler im Industrieumfeld, und ursprünglich habe ich Maschinenbau und Robotics an der ETH studiert. So viel zu mir. Und dann kommen wir doch gleich zum Case heute, den wir etwas konkreter anschauen. Das ist die Maschine von Ion Plus, ein kleiner Teilchenbeschleuniger, also ein kleines CERN sozusagen. Und was die Maschine ermöglicht, ist Altersbestimmung mit der C14-Methode. Also sprich, es werden Moleküle, Atome beschleunigt, und damit kann man das Verhältnis zwischen C14 und, glaube, C13 messen und so das Alter von Materialien messen. Jetzt hatten Sie ein Problem bei sich, Ion Plus. Sie hatten einen Stabilitätscheck ist fehlgeschlagen. Sprich, Sie hatten ein Referenzmaterial, machten Messungen mit diesem Referenzmaterial, und das Ergebnis war falsch. Jetzt kam dies kam als Ticket zu Ion Plus, und hier war die Frage: Was ist die Ursache? Die Maschine ist ziemlich komplex. Es gibt immer verschiedenste Möglichkeiten für Ursachen, wie Pumpenprobleme, ein Leck, ein Dichtungsring ist falsch montiert, Maschineneinstellungen etc. Die Diagnose ist in der Regel sehr schwierig und langwierig, ein langwieriges Hin und Her zwischen Kunde und Ion Plus. Und als Maßnahme wurde genau Schritt 3 und 4 vorher erwähnt, angegangen, also sprich Datenerfassung, Historisierung der Daten und zugänglich machen mit einem Analyse-Tool und Visualisierungstool. Konkret sieht das bei Ion Plus folgendermaßen aus: Sie haben hier links die Maschine, hat circa 13 Embedded Devices, und mit einer die Maschinensteuerung programmiert in ASP.NET greift auf diese 13 Devices zu und kommuniziert mit ihnen. Und auf der rechten Seite sehen wir das WebHMI. Was gemacht wurde, ist dieser Schritt on-premise beim Kunden, also nicht bei Ion Plus, sondern die Maschine steht ja beim Kunden, und das Ganze ist so installiert beim Kunden auf einem Rechner. Es wurde eine Influx-Datenbank verwendet, wo die Maschinensteuerung jeweils die Betriebsdaten
exportiert in diese Influx-Datenbank. Eine Influx-Datenbank, für diejenigen, die es nicht wissen, ist eine eignet sich sehr gut für zeitbasierte Daten. Also jeden Datenpunkt ist ein Timestamp mit dabei und eignet sich für diesen Use Case sehr gut. Was dann auch noch gemacht wurde, ist dieses Grafana angehängt. Das ist ein Visualisierungstool, auch sehr gut geeignet für zeitbasierte Daten und hat einen Out-of-the-Box-Connector zu der Influx-Datenbank. Hier kann ich, da zeige ich gleich noch etwas konkreter, wie das ausschaut, dieses Grafana. Wenn wir jetzt auf den Case vorhin zurückkommen mit dem Stabilitätscheck, dann sehen wir hier, das wäre jetzt die Visualisierung im Grafana. Ich komme gleich danach noch zu einem Live-Beispiel. Sieht man hier, das Orange, das ist der Count Rate, also sprich, wie viel C14 Atome aufprallen. Und hier ergibt sich diese erhöhte Menge und das ist falsch. Und jetzt war die Frage, weshalb ist das falsch? Was man hier auch noch sieht, ist diese blaue Linie und die blaue Linie ist der Druckverlauf der Pumpe. Also hier gab es anscheinend einen Druckabfall. Und was jetzt passierte, war, dass durch den niedrigen Druck die Moleküle nicht gleich stark beschleunigt werden konnten, sodass der Aufprall zu wenig stark war, dass die Moleküle auch getrennt wurden. Sprich, hier wurden nicht nur C14 Atome gemessen, sondern auch C13 plus Wasserstoff, also ein Molekül, das ungefähr gleich schwer ist, wurde auf dem Detektor gemessen. Und dies führte zu diesem falschen Verhalten. Und es wurde dann herausgefunden, dass davor die Gasversorgung ausgewechselt wurde und der Speisedruck zu tief eingestellt wurde. Dies führte zu einer Instabilität und also da Instabilität war dieser Druckabfall. Es war dann nicht möglich, mit diesem zu niedrigen Speisedruck die Maschine stabil zu halten. Ich sehe gar nicht, ich hoffe, es sind keine Fragen da, sonst. Ich glaube nicht. Dann mache ich doch gleich weiter. Ich hoffe, Sie sehen auch diesen Screen. Das ist jetzt das Grafana, was man hier eigentlich macht, um kurz noch einzuführen. Als erstes erstellt man die Datenquelle, also hier die Connection zur Influx-Datenbank. Und dann kann man auch gleich Dashboards kreieren. Ein Dashboard sieht so aus als Beispiel. Jetzt, das Ganze sind Mock-Daten. Deshalb muss ich noch kurz auf den richtigen Zeitbereich reinzoomen. Man sieht dann hier, kann ich auch noch ganz kurz zeigen, das sind SQL-Statements, um diese Daten dann zu visualisieren und die einzelnen Sensorwerte auszuwählen. Wenn man jetzt in diesen Daten rumspielt, dann kann ich auch noch kurz einen Case zeigen. Ja, ich zoome hier gleich zum richtigen Ort. Ein bisschen raus. Was man hier eigentlich sehr gut sieht, ist ein anderes Verhalten. Ich muss noch ein bisschen raus. Entschuldigung. So, genau, so sieht das aus. Wir haben hier, ich aktiviere die relevanten Sensorwerte. Man sieht hier den grünen Verlauf. Das ist die Pumpe, sozusagen ein und aus. Also eigentlich der Speed, der konstant gehalten werden oder hier halt null ist. Und das gelbe wäre der Strom, vergleichbar mit Leistung, die nötig ist, um diesen Speed zu halten. Also hier wird nonstop geregelt, damit dieser Speed konstant gehalten wird. Hier wurde abgeschalten. Diese Linie hier ist etwas irreführend, weil da ist ein Datenpunkt und da ist der nächste. Dazwischen wird eine Linie gezeichnet, aber eigentlich geht es von hier hoch. Also das ist etwas irreführend. Zoomen wir hier rein, dann sieht man, da ist der erste Datenpunkt, der gelbe.
Was man hier für ein Verhalten sieht, man versucht wieder diesen Speed konstant zu halten und hier gibt es einen Anstieg an Leistung. Also sprich, es wird mehr Strom benötigt oder mehr Leistung, um diese Pumpe konstant zu halten. Und hier hat man dann am Schluss auch einen kleinen Abfall und hier wurde die Maschine abgestellt. Also so konnte eigentlich gezeigt werden, es gibt ein Leck. Hey, wir müssen die Maschine abstellen und das Leck zuerst reparieren. So kann man eigentlich sehr gut diese, also so macht Ion Plus diese Diagnosen. Allgemein mit Grafana, was sehr gut möglich ist, sind solche Anomalie-Detections. Also sprich, man sieht, das menschliche Auge ist sehr gut auf solche Sachen trainiert. Man sieht sehr schnell, wenn ein Level-Shift da ist, beispielsweise wenn ein Trend, also wenn ein Druckanstieg über längere Zeit da ist, wenn der Noise-Level oder die Standardabweichung sich ändert oder hier besser gezeigt. Man sieht auch mit dem menschlichen Auge, wenn sich Spikes können, aber müssen nicht Anomalien sein, beispielsweise hier sieht das menschliche Auge sehr schnell, dass der nicht reinpasst. Und das könnte sein, da nur schon bei Stromversorgung, dass mit 50 Hertz ein Peak reinkommt, dieser hier aber falsch ist. Also das menschliche Auge ist sehr gut geeignet für solche Analysen. Deshalb macht die Visualisierung mit Grafana auch sehr, sehr viel Sinn. Was man auch sieht, sind Korrelationen oder was man auch analysieren kann, sind Korrelationen zwischen den einzelnen Sensorwerten. Oder auch Vergleich von verschiedenen Maschinen, wenn man so möchte. Da sage ich später noch was dazu. Dann allgemein der Nutzen jetzt bei Ion Plus. Was haben diese Maßnahmen bewirkt? Sie haben eine große Zeiteinsparung durch schnellere Diagnosen. Also die Diagnosen sind wesentlich schneller möglich als früher. Und das bei Servicefällen und in der Inbetriebnahme hilft das Ganze auch. Dadurch haben Sie zufriedene Kunden und können besseren Support bieten. Was wäre als nächste Schritte, was wäre da noch möglich? Ist jetzt, das Ganze ist ja noch kein Predictive Maintenance, wie man es versteht im Allgemeinen. Es wäre sehr gut möglich, gewisse Pattern automatisch zu erkennen. Oft funktionieren da auch einfache Regeln, also Grenzwerte, Berechnungen, Anwendung von Physik. Es muss nicht immer Data Science mit dem komplexesten oder nicht verständlichen Algorithmus sein. Was aber auch möglich ist, ist natürlich Data Science. Hier bei Ion Plus hat man etwas das Problem, sie haben sehr wenige Maschinen und auch ein bisschen individualisierte Maschinen. Entsprechend ist es nicht ganz so einfach mit den Trainingsdaten, einen großen Satz an Trainingsdaten zu bekommen. Was auch möglich ist, das Ganze ist ein On-Premise-Setup, da komme ich gleich noch dazu, zeige eine Folie dazu, diesen On-Premise-Setup zu einem Cloud-Setup zu wechseln, damit die Daten auch wirklich jederzeit verfügbar sind und man die Daten auch andersweitig könnte, zumindest verwenden könnte und auch abgeleitete Aktionen, also sprich, wenn ein Drucklevel überschritten wird, Notifications oder Warnings zu zeigen oder die Maschine abzustellen oder weitere Korrekturmaßnahmen der Steuerung. Hier noch kurz zum Setup. Das ist der aktuelle Setup. Ion Plus greift jeweils über VPN auf diesen Rechner zu und hat so Zugriff auf das Grafana. Wenn man jetzt mehr Richtung Data Science gehen möchte, dann lässt sich sowas sehr gut auch on-premise integrieren über eine klare API hier. Man liest die Daten von der Influx-Datenbank aus, man bereitet sie auf, man optimiert, man baut ein optimales Modell und deployt dieses Modell. Und hier eigentlich wäre der ganze Data Science Know-how drin. Dieses Know-how liegt nicht bei uns, aber das lässt sich sehr gut so modular on-premise dann deployen.
Genau. Jetzt noch ein anderer nächster Schritt, der möglich ist für IonPlus, statt das Ganze on-premise laufen zu lassen, einen Wechsel zur Cloud zu machen, sprich die Daten der Maschinensteuerung werden nicht auf eine lokale Influx-Datenbank gesendet, sondern auf eine Influx-Datenbank in der Cloud von IonPlus. Dies bringt den Vorteil, dass man jederzeit Zugriff auf diese Daten hat, keine VPN-Verbindung aufmachen muss und möglicherweise auch andersweitig verwenden kann. Zusätzlich kann man hier auch Daten von anderen Kunden mit integrieren in das gleiche Grafana und so hat man eigentlich sehr viele, so sammelt man sich viele Trainingsdaten an und ist auch fähig, hier dann Machine Learning Module hinzuzuschalten. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir in der Zeit stehen. Ich habe noch 10 Minuten. Wir kommen schon Richtung Ende zu, um es etwas konkret zu halten. Hier nochmals die Umsetzungsschritte am Anfang vorgestellt, was eigentlich die Challenges sind. Bei Predictive Maintenance ist oft, dass der Business Case ist nicht konkret definierbar. Man weiß nicht konkret, was es bringt, wenn man das umsetzt. Data Compliance ist immer ein großes Thema, vor allem für Maschinenbauer, die nicht auf die Daten ihrer Kunden zugreifen dürfen, respektive die Kunden möchten nicht ihre Datenteile teilen, weil das fachliche oder Berufsgeheimnisse sind. Und was auch oft nicht ganz einfach ist, ist die Datenerfassung der Maschine. Also sprich, Legacy-Maschinen bieten nicht die erhofften Schnittstellen, heutzutage üblich wie OPC UA oder MQTT. Sprich, da ist es auch nicht ganz einfach, auf diese Daten zuzugreifen. Es gibt aber auch, ist ein komplett separates Thema, aber Hilscher Gateways bieten da auch viele, viele Möglichkeiten, über Standardprotokolle Daten auszulesen. Was jetzt eigentlich als Umsetzungsstrategie vorgeschlagen wird von uns, ist ein iterativer Ansatz wie bei IonPlus. Also sprich, falls Cloud nicht möglich ist, das Ganze on-premise zu machen, unbedingt diesen IoT Cloud Stack benutzen, wenn möglich, oder zumindest Container-Technologie und das Ganze modular zu halten. Und diese Visualisierungstool, ob jetzt das ein Grafana ist oder sonst ein Business Intelligence Tool wie Power BI. Power BI ist jetzt etwas weniger gut geeignet für zeitbasierte Daten, aber allgemein diese Visualisierungstools zu verwenden. Wenn man hier nochmals die ganze Thematik im Überblick hat, sieht man eigentlich, dass Machine Learning ein relativ kleiner Teil von solchen Lösungen ist. Und das Ganze ist eigentlich nur über ein Partnernetzwerk möglich. Hier jetzt beispielhaft visualisiert. Es geht nicht ohne das interne Know-how, das fachliche Know-how des Maschinenbauers. Azure oder Cloud-Plattformen sind sehr gut geeignet, um diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und zu helfen. Ein Softwaredienstleister wie M&F kann sehr gut die Daten sammeln, Analyse-Tools zur Verfügung stellen, Monitoring machen und hier mit unserem Partner Data Ahead für Machine Learning kann man sehr gut diese Machine Learning-spezifischen Sachen umsetzen. Das nur als beispielhaft visualisiert und die ganze Komplexität der Thematik zu zeigen und dass es sinnvoll ist, das Ganze in einem Partnernetzwerk umzusetzen. Somit wäre ich bereits am Ende, 5 Minuten vor meiner Zeit. Und danke für die Aufmerksamkeit und bin bereit, auch noch Fragen zu beantworten. Jetzt habe ich. Jetzt die Frage, ob es noch Fragen gibt. Ich sehe es gerade nicht. Ja. So, jetzt.
Es gab eine Frage, ich muss kurz schauen, wo ich das finde. So, Sie sollten jetzt... Ja, ich habe noch eine Frage. Diese Ion Plus, Sie haben ja diese Infrastruktur jetzt gebaut, damit Sie diese Daten besser auswerten und analysieren können. Ja. Ist das nachher da, ist das eine Dienstleistung, die Ion Plus irgendwie in einer Form als Service den Kunden verrechnet? Oder ist das irgendwo im Preis der Maschine dann inbegriffen, einfach als irgendwie als Wettbewerbsvorteil? Bieten Sie das an? Ja, nein, also eigentlich ist die Frage nach Businessmodell ein bisschen. Ja. Sie, Ion Plus, nutzt dieses Feature hauptsächlich für sich selber. Also Sie hatten wirklich Probleme mit den Diagnosen in Servicefällen, weil zu viele verschiedene Ursachen möglich waren und die Transparenz fehlte, diese Diagnose zu machen. Also Sie verrechnen das. Sie nutzen eigentlich das Grafana, nutzen nur Sie. Ja, und so können Sie intern Kosten sparen, halt durch schnellere Diagnosen und weniger hin und her mit dem Kunden. Aber Sie verrechnen da nichts dem Kunden. Okay. Danke. Kein Problem. Gibt es noch weitere Fragen? Hier gibt es noch eine Frage. Ja, hallo. Ich habe eine kurze Frage zu den Notifications. Wie habt ihr das genau gemacht? Das habe ich nicht mitbekommen. Wenn man automatische Benachrichtigungen will über die Events. In welchem Setup jetzt bei Ion Plus meinen Sie? Ja. Oder allgemein? Beides. Also um ehrlich zu sein, bei Ion Plus wurden keine Notifications umgesetzt. Ich habe das bei nächste Schritte, möglichen Schritte hinzugefügt. Wie wir das standardmäßig umsetzen, wir nutzen da auch die Influx-Datenbank. Die hat eine Rule Engine und können so Notifications, also was meinen Sie mit Notifications dann mit Mail oder per Push-Notifications, wenn wir eine Web-App bauen? Irgendwelche Alerts, ja, wenn etwas über einen Grenzwert geht oder so. Genau, also das ist, soweit ich weiß, bietet Grafana auch gewisse Out-of-the-Box-Funktionalität, aber wie wir den Setup jeweils bei uns haben, weil wir noch eine Web-App dazu bauen, nutzen wir die Push-Notifications dieser Web-App oder verschicken Notifications per Mail und die Rule kann in der Influx-Datenbank hinterlegt werden, wenn die Frage so ungefähr beantwortet ist. Okay, ja, merci. Kein Problem. Gibt es weitere Fragen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Ja, Herr Michael, es sieht so aus, als keine Fragen mehr da sind. Da möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das interessante Referat. Sehr gerne. Und bitte Sie jetzt,